Moin, meine Damen und Herren, willkommen zu den LOL 30, wo besten Format in Botswana. Und heute wird es nur eine kleine Mini-Ausgabe geben, denn ich bin jetzt quasi wieder aus meinem Urlaub zurück und es geht sofort los. Wir fahren zur ESL. Ja, ich habe also wenig Zeit. Das heißt, wir kommen sofort zum Champion des Patches und das ist definitiv Jhin. Jhin hat sich gerade mit der Rageblade-Änderung absolut bewährt. Das Ganze wurde jetzt natürlich so ein kleines bisschen genervt, noch ist jetzt 300 Gold mehr. Aber für ihn ist das trotzdem kein Problem. Er hat sich zu den beliebtesten Champion an sich gemausert und das ist schon eine Glanzleistung. ADCs sind natürlich an sich immer sehr, sehr hoch gerankt bei dieser Geschichte, weil die Auswahl geringer ist. Na, der ist ja immer die gleiche Rolle. Top-Laner und Mid-Laner sind nochmal ein bisschen anders oder können anders sein. Aber Jhin ist trotzdem ein Charakter, der natürlich im Solo-Queue gut funktioniert. Er hat die Pushing-Power, um andere zurückzuhalten, beziehungsweise um diese zu pressuren. Und auch die Ultimate ist immer wieder eine gute Einlage, beziehungsweise ein starker Follow-Up. Das heißt, in der Solo-Queue hat man ja weniger Kommunikation und es müssen Dinge auf natürliche Art und Weise funktionieren und Jhins Ultimate zählt da ganz einfach mit rein. Wenn jemand einen guten Engage landet, dann ist Jhin da sofort hinterher oder kann auch selbst als ADC derjenige sein, der einen Team Fight eröffnet und kann natürlich mit seiner Range wunderbar folgen, sei es mit der Ultimate selbst oder mit dem Flourish. Das heißt hier absolute solide Option plus natürlich immer noch ein Item-Bild, was sehr, sehr früh und sehr, sehr angenehm spiked und auch ein bisschen Variation beinhaltet. Das heißt, man kann immer noch Ghostbait oder sowas gehen. Funktioniert mit ihm einwandfrei. Gut, kommen wir nun zum Abstieg der Woche und das ist der gute Swain. Normalerweise wäre er jetzt hoch gelobt und gepriesen worden, wenn wir in der letzten Woche wären, aber nun wurde er so ein kleines bisschen genervt und das merkt man natürlich. Na, der Q wurde ja mehr oder weniger reverted, das heißt, er hatte wieder einen sehr, sehr hohen Cool am Anfang und Johnny sagt ja auch, dass es immer noch eine Schwäche von ihm ist, dass sein Wave-Day nicht überragend ist, okay? Man kann es auf jeden Fall besser machen. Aber hier steht ganz klar fest, dass er an Effektivität so ein kleines bisschen verloren hat. Und das ist doch im Prinzip fein, weil er immer noch in einem sehr guten Stadium ist und wenn man die LCS betrachtet, dann wird man feststellen, ja, er gewinnt ja doch recht häufig und ist halt ein sehr, sehr gefährlicher Champion. Und das Ganze gilt es natürlich auf Competitor-Ebene so ein Stück weit auszugleichen, was jetzt für die Playoffs nicht direkt möglich ist. Aber man kann ja schon mal im Solo-Queue ansetzen und schauen, okay, ist der Nerf gut oder ist er eher unpassend gewesen? Und ich denke, hier hat man einen kleinen Effekt erzielt, der aber nicht tödlich ist. Na, Swain ist immer noch super strong. Oh Gott, kommen wir nun zum Bann der Woche und das ist die gute Kaiser, okay? Sie ist nicht nur super beliebt, sondern auch so ein Stück weit super unbeliebt. Das bedeutet, Spieler sagen sich einfach, hey, ich banne diese kleine Frau einfach komplett raus, denn auch sie, wie gesagt, mit einem sehr, sehr flexiblen Item-Build ausgestattet und auch mit einer gewissen Dominanz und einem gewissen Play-Vermögen. Also ich habe viele gute Kaiser-Spieler beobachten dürfen und es ist schon insane, wie viel Outplay-Potenzial du hast und wie dermaßen stark deine Power-Spikes sind. Normalerweise versuchen ja einzelne Champions sowieso Items miteinander zu kombinieren, das bedeutet Crit, sammelt weiteren Crit und Attack Speed, um das Ganze gut zu verwerten und man merkt die Steigerung an Gegenständen. Und bei Kaiser ist es nochmal doppelt gemoppelt, weil natürlich ihre Spells sich auch deutlich verbessern. Allein schon die Q-Fähigkeit verdoppelt gefühlt den Schaden und das ist halt schlichte krank, okay? Das ist wirklich, wirklich super strong und bei ihr merkt man einfach jeden einzelnen Gegenstand. Und das heißt für die Spieler, raus. Ah, Kaiser, zu strong. Gut, kommen wir nun zum Increase der Woche und haben wir quasi gleich zwei Kandidaten, und zwar Karthus und Irelia. Bei Karthus ist es so, dass natürlich die letzten Buffs sehr gut getan haben. Also eine kleine Q-Änderung, was den Schaden technisch gesehen bei isolierten Zielen um 20 erhöht, das ist schon super, super viel. Und viele müssen ja daran denken, Karthus muss erstmal gespielt werden, seine Ultimate hat nun einen geringeren Cooldown, weil dein Item-Bild nun deutlich mehr Cooldown-Reduction zur Verfügung hat. Also das ist auch eine Sache, die man zwingend beachten sollte. Und bei Irelia ist natürlich der Increase klar. Das heißt, ihr Rework ist eingeschlagen wie eine Bombe. Sie performt absolut überragend. Muss jetzt auch gehotfixt werden. Daran muss man bitte denken. Das heißt, viele Basiswerte sind da nochmal runtergegangen, weil man festgestellt hat, ah, er tut doch ein bisschen weh, was die neue Irelia da so auspacken kann. Aber das Play-Potenzial ist absolut insane. Deswegen hat sie natürlich den Increase sich definitiv verdient. Gut, eine Mechanik und Outplay habe ich wie bereits nicht. Ist ein bisschen eine beschnittene Folge. Hatte nicht so viel Zeit zum Recherchieren. Aber es gibt auf jeden Fall noch ein Item-Bild der Woche. Und das ist der gute Trundle. Denn er wird nicht nur Top-Lane oder Support oder auch im Jungle gespielt. Das heißt, er hat eine gewisse Flexibilität bereits in der Pick-and-Bun-Phase. Sondern er wird aktuell mit dem Siegs gezockt. Und Siegs Convergence ist halt so ein Gegenstand, wo man sagt, was macht das Ding eigentlich, ne? Das heißt, wenige kennen es wirklich, aber die Werte, die man durch diesen Gegenstand erhält, sind gar nicht bad. Das bedeutet, du erhältst einen ordentlichen Wert an Rüstung, du hast auch Magieresistenz am Start, Cooldown Reductions, not bad. Und die aktive Bezogen auf die Ultimate ist natürlich in Teamfights sehr, sehr strong. Denn Trundle ist so ein bisschen weird, was seinen Fighter-Style angeht. Er hat natürlich den Pillar, um wirklich eine gute CC zu ermöglichen, die ist wirklich sehr, sehr unique. Generell sind Wall-ähnliche Dinge super strong, aber trotzdem hat er das Problem, Gegner zu chasen. Und mit Siegs Convergence hat er halt diesen Flammenradius um sich herum, der nicht nur Bonusschaden bei
bei seinen eigenen Autotags anrichtet und natürlich meistens auch bei einem onhit-lastigen ADC, sondern er slowt die Gegner. Und das ist halt so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass du in der Lage bist, deutlich besser zu chasen, ohne dir den unbezahlbaren und tausendmal genervten Frosthammer zu holen. Siegs Convergence ist einfach arschbillig und passt natürlich trotzdem in sein Kit gut hinein, weil sein Ultimate hat er definitiv in jedem Fight zur Verfügung. Er kann sie jetzt natürlich nicht super krass spammen und das Ganze aufrechterhalten, aber ein Fight wird nun mal über eine Ult entschieden, nicht selten. Und er hat zusätzlich halt noch den großen Vorteil, dass er mit dieser Convergence noch sehr, sehr, sehr lange fighten kann, beziehungsweise auch Gegner gut für seine Verbündeten vorbereitet. Sei es aus dem Jungle, aus der Support-Position oder aus der Top-Lane-Position heraus. Weil die Stats braucht er sowieso, mit denen kann er wirklich gut arbeiten. Aber die Möglichkeit, Gegner zu 40% zu slowen, das ist sehr, sehr viel. Das ist quasi der Frosthammer Plus arschbillig, aber auch nur für die Situation gedacht, die gerade entsteht. Das heißt, dieser Trundle ist im 1 gegen 1, also ohne diese Aura natürlich deutlich schlechter. Dafür ist er hier in dem Fall nicht gemacht. Er soll also nicht split pushen. Na Gott, kommen wir nun zum PBE-Stuff und da gibt es zwei Dinge. Erstens den Y-Buff. Das heißt, viele haben sich schon gefragt, ja, warum wird denn Y nicht gespielt? Die ist doch eigentlich ein solider Ganker, passt doch gerade in das Jungle-Meta hinein und hat vor allem noch die Möglichkeit auf Warrior, also auf Damage zu gehen. Und Riot hat gesagt, jo, passt vielleicht, ne? Können wir probieren. Das bedeutet, alleine schon der Q-Cooldown ist so massiv runtergegangen, das ist der Wahnsinn. Also die Gankfrequenz könnte sich bei ihr erhöhen und wir dürfen natürlich gespannt sein, ob diese Buffs etwas bewirken. Man muss daran denken, ist ja noch der PBE, das kann sich noch ein bisschen was ändern. Naja, und eine andere Sache betrifft das Spellbook. Das heißt, das Spellbook wird jetzt nun so geändert, dass du sogar auf der Lane out of combat deine Spells wechseln kannst. Spells werden dabei so ein Stück weit blockiert, das heißt, du musst erst mehrere Spells durchrotiert sein, bis du wieder bei deinem alten bist, wie zum Beispiel bei Teleport oder Ignite. Aber theoretisch kannst du den Gegner ganz schön surprisen, weil er natürlich immer wieder genau nachschauen muss, okay, was hat er denn jetzt eigentlich dabei? Hat er Ignite, hat er Exhaust, hat er Heal? Na, das ist gerade auf der Top-Lane natürlich etwas sehr, sehr Spannendes oder für Supporter natürlich interessant, die am Anfang Ignite nehmen können, was mit Abstand das stärkste Spell ist und dann später ohne Probleme auf Exhaust oder ähnliches wechseln können, je nachdem, was für einen Bedarf sie gerade haben. Wenn der Heal des ADCs auf Cooldown ist, okay, dann nehme ich halt einen eigenen Heal mit. Also die Möglichkeiten mit diesem Spellbook sind schon deutlich größer, aber wir werden das Ganze noch beobachten. Und gut, und abschließend kommen wir nun zum Y der Woche und da habe ich quasi auch mehr oder weniger zwei Stück. Das erste Y der Woche wurde von einem Zuschauer geschickt, denn er hat festgestellt, dass man ja mit Syndra Teleport anvisierte Minions ja durch die Gegend werfen kann und dadurch entstehen Situationen, dass halt Teleports nicht abgebrochen werden, was auch manchmal passiert, sondern hier ist es einfach schlicht und ergreifend unsichtbar gewesen, okay? Das heißt, der Gegner portet sich nach wie vor durch, steht dann plötzlich neben der Syndra und die denkt sich, ja geil, jetzt bin ich tot. Na, ist halt ein Galio, der verhaut dich so ein Stück weit. Also das ist schon mal sehr, sehr unschön. Naja, und das andere Y der Woche, was wahrscheinlich noch ein bisschen spezifischer wird, ist der gute Kuhjunge. Den hat ich ja beim letzten Mal im Intro gehabt. Und seine Accounts in Korea wurden jetzt anscheinend alle gebannt. Was schon mal gar nicht so einfach zu erzielen ist. Denn er selber hat sich anscheinend darüber beschwert, wie schlecht das Bannsystem dort ist. Weil es sehr, sehr viele toxische Spieler wie auf allen Servern gibt. Aber in Korea soll es wohl sehr speziell sein, weil das Punishment da nicht so hoch ist. Und ja, das System hat einfach mal gezeigt, dass das Bannen doch funktioniert und haben alle seine Accounts gebannt. Also selbst sogar Accounts, die er nur ab und zu spielt, die technisch gesehen nicht mal seine sind, wurden gebannt. Und jetzt natürlich die Frage, hat da jemand bei der Riot Korean Variante irgendwie sehr kindisch gehandelt? Oder ist der junge Mann quasi selber dran schuld? Weil er hat es natürlich nicht in allen Situationen perfekt gehalten und natürlich flamet er ab und zu mal im Stream oder benutzt das F-Wort. Er hat sich dann im Reddit-Beitrag auch zugeäußert, aber es ist schon an einigen Stellen sehr, sehr speziell, weil er streamt halt alle seine Spiele, im Prinzip macht das genau wie ich. Ah, er ist einfach, er zeigt alle Spiele, die er macht. Aber das Gestörte für ihn ist natürlich, dass die Spiele, die er bemerkt, die toxisch sind, die früher lieben, die AFK sind, quasi nicht bestraft werden. Das Ganze doch sehr, sehr sanftes. Ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schwierige Kiste. Kann da aktuell nur 3 von 5 Ys geben, weil, wie gesagt, auch Kausep da so ein Stück weit sehr, sehr viel selbst reflektiert. Aber sollte Riot Korea wirklich so reagiert haben, dass sie ihm eine Lektion erteilen wollten, dann finde ich das doch sehr, sehr kindisch und albern. Weil systemkritisch sollte man an vielen Stellen sein, aber dafür so gepunished zu werden, ist ja eher ein Zeichen für ihn, dass er recht hat. Ist wie gesagt eine schwierige Kiste. Ich finde es trotzdem schwierig, dass sowas dann auch auf Reddit und so weiter ausgetragen wird, aber von Riot kein richtiges Statement kommt, bis auf den Hinweis auf die allgemeine Regel. Was ja auch legitim ist, weil die sollte man ja kennen. Gut, bis dahin soll es aber gewesen sein, war wie gesagt nur eine kleine Ausgabe. Bis dahin wünsche ich euch aber einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.